Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Minecraft. Diesmal sogar mit Background-Musik, KST Beats, habe ich mir jetzt mal runtergeladen und mal komplett extrahiert. Und ja, ich habe mir gedacht, wir hauen einfach mal ein bisschen Musik hinter, das ist uns immer so ruhig. Ich meine, das ist ja auch scheiße, wenn das mal so langweilig ruhig ist. Ne? Und ja, als erstes werden wir jetzt mal die Bude hier ein bisschen verschönern, weil die einfach nur hässlich ist. Zwar werden wir auch das ganze hässliche Laub raushauen. So. Dann denke ich, machen wir das Holz auch mal weg. Dann machen die Decke wirklich komplett aus Gras. Ne? So, dann das auch noch weg. Ja, ich habe mir überlegt, worüber man mal in dieser Folge so reden könnte. Mir ist ehrlich gesagt nichts eingefallen. Das Problem habe ich öfter. Nee, so als spontane Idee hätte ich einfach mal... Ach ja, doch, mir ist was eingefallen, gerade eben, so spontan. Ich wurde heute, also ich habe eine kleine Wohnung, ich wohne in Hamburg, könnt ihr auf meiner Seite lesen. Ich habe eine kleine Wohnung und ich habe eben keinen Platz für eine Waschmaschine. Das heißt, ich muss immer einen Waschsalon eiern. Macht jetzt nicht so viel Spaß, aber irgendwo muss ich meine Wäsche ja waschen, ne? So, dann bin ich heute dahin gefahren. Ich fahre da mit dem Fahrrad hin. Ganz fresh. Steig ab. Schließ mein Fahrrad an. Kommt da von hinten so eine ältere Frau an. Ich hatte die schon aus dem Augenwinkel gesehen, ne? Ich so überlegt, was die jetzt wohl von mir will. So, dann hat die mich angesprochen und meinte, ja, ob ich einen Moment Zeit hätte, bla bla bla. Die war, sah etwas abgewrackt aus. Übelst fetter Damenbart, das war so ekelhaft. Also das war echt widerlich. Da hab ich echt gedacht, ja. Aber naja. Ist nicht so meine Sache. So. Damenbart finde ich jetzt nicht so lecker. Finde ich nicht so geil, muss ich ja ehrlich sagen. Wen wundert's, ne? Hätten die meisten jetzt wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich Damenbärte ekelhaft finde. Ne? Jedenfalls. Hat die mich dann angesprochen und meinte so, ja, sie wäre gerade im Bus gefahren und hätte irgendwie ein paar Jugendliche angesprochen. Die sah echt fertig aus, ja, fertig mit der Welt und allem. Und sie hätte ein paar Jugendliche angesprochen, bla bla bla, und hätte sich irgendwie versucht, mit denen ein bisschen zu unterhalten. Und die hätten zu ihr dann irgendwann gesagt, sie sei eine dumme Kuh und sie solle abhauen. Ob man denn sowas machen könnte und bla 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 bla. Und da habe ich dann so mal so gesagt, ja, pff, ne, ist halt so, ne, man kann eben nicht mit allen befreundet sein. Fand sie, glaube ich, nicht so witzig. Nee, jedenfalls habe ich dann mal so ein bisschen nachgedacht, während sich meine Wäsche dann munter im Kreis gedreht hat. Mir ist aufgefallen, also mir fällt das immer mal wieder auf. So, wenn man wirklich mal sich die Jugendlichen von heute anguckt, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend gegen die Jugend sein. Ich meine, ich gehöre auch noch zu, ich bin gerade mal 19, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt erwachsen, ja. Ich bin viel geiler als ihr alle zusammen, weil ich ja schon 19 bin und kein kleines Kind mehr. Aber ich finde, generell mangelt es der Jugend heute extrem an Respekt. Und das wäre eigentlich mal sowas, worüber ich eigentlich mal gerne reden würde, weil ich finde, dass das ein Thema ist, was heutzutage überhaupt nicht mehr angeschnitten wird. So Respekt vor Älteren, Respekt vor, ja, einfach generell Respekt vor Erwachsenen. Ich finde, heutzutage fehlt das irgendwie. Ich finde es einerseits eine ziemliche Frechheit von vielen Jugendlichen, dass sie denken, sie wären King Kali und könnten machen, was sie wollen. Aber nebenbei nicht registrieren, hier ist irgendwo Zombie oder sowas. Oder ein Schaf. Das kann auch sein. Naja. Ist mir so aufgefallen, dass ganz viele Jugendliche heutzutage überhaupt keinen Respekt mehr haben. Noch nicht mal, also das fängt ja schon in der Schule, in der 5. Klasse oder so, fängt das ja an, dass die kleinen Kinder die ganze Zeit nur am Rumpöbeln sind, ja. Und überhaupt nicht mehr wissen, wann mal Schluss ist und wann sie vielleicht mal die Fresse halten sollten. Und das finde ich ehrlich gesagt schon fast erschreckend. Weil ich meine, als ich in diesem Alter war, war für mich immer, oh mein Gott, das sind die Älteren, vor denen muss ich Respekt haben. Bloß wenn ich an denen vorbeigucke, guck sie bloß nicht an. Ja, das bekommt ihr bestimmt nicht gut. Ja, das war immer so, ja, das mache ich wieder ein bisschen scheiße aus. Das war immer sowas bei uns, also ich weiß nicht, sagen, ja, ich bin halt eine andere Generation, aber das hört sich jetzt wieder so hochtrabend an. Ja, und das ist echt etwas, was mir extrem auffällt und ich finde es eigentlich schade, weil andererseits, diese Jugendlichen erwarten ja auch, dass man respektvoll mit ihnen umgeht, aber andererseits wollen sie uns gegenüber, ich rede jetzt mal von uns,
wollen sie, dass man ihnen, aber andererseits wollen sie uns gegenüber nicht respektvoll erscheinen. Und das finde ich eine ganz schöne Frechheit. Weil ich meine, ich gehe auch nicht zu ihnen und sage, ey, du Lacken oder ey, du Arslack oder so. Ja, könnte ich genauso machen, aber mache ich nicht, weil sowas macht man nicht. Das ist einfach asozial. Ich meine, es gibt viele Asoziale heute, ja. Man muss sich ja nur mal umsehen, ne. Es gibt viel zu viele Asoziale, meiner Meinung nach. Das ist jetzt nichts gegen Menschen, die sich nichts leisten können. So welche betrachte ich nicht als asozial, das sind arme Schlucker, ja. Die tun mir auch leid. Aber man muss auch sagen, es gibt wirklich viele Asoziale heutzutage. Ja, jetzt mal ganz abgesehen von den Leuten, die arm sind und es einfach nicht können. Oder von den Pennern, die draußen auf der Straße leben, ja. Die haben nun mal nichts, ja. Und deshalb, bei denen denke ich mir dann auch immer, ja, komm, ne, drauf geschissen. Die können nichts dafür. Die können wahrscheinlich schon irgendwo was dafür, aber nicht so direkt jetzt. Ne, wisst ihr, wie ich meine? Oh, schon ein paar IP-Kühlchen. Und deshalb finde ich auch immer, ich finde es eine Unverschämtheit auch, wie viele Jugendliche gegenüber solchen Leuten sind. Also gegenüber Erwachsenen, gegenüber Menschen, die nichts haben. Also das ist einfach asozial. Ich frage mich, ob die das nicht nie beigebracht bekommen haben oder ob das einfach bei denen zu Hause auch so war, dass die die ganze Zeit nur, ich bin ja seit noch Quass und mache überhaupt nichts, aber es ist Nacht, ich habe keinen Bock rauszugehen und ich habe keine Wolle. Ach, scheiß drauf, ich geh raus, ich bin mit Schwert, dann geht's los. Ich frag mich, ob die zu Hause bei ihnen auch so drauf sind. Nee, aus Dirt macht man keine Sticks. Ich frag mich, ob die bei sich zu Hause dann genauso drauf sind oder ob die da ein bisschen Anstand haben gegenüber ihren Eltern oder ob die da genauso asozial sind. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die zu Hause anders sind. Ja, 4 Pilze. Das Brot kommt mit. Sprint mal rüber ins NPC-Dorf. Ist die Monster überhaupt an? Wahrscheinlich habe ich die aus. Nee, sind an. Ist ja komisch. Ich war keine da. Monster? Hallo? Nee, aber ich finde, das sollte sich eigentlich mal wieder ändern. Dass die Jugendlichen. Oh. Hallo, Herr Zombie. Bam, Headshot, 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 Headshot. Bam, bam, bam. Piss dich, verpiss dich. Da hinten ist ein Skelett. Ich will Wolle haben. Ah, ein Creeper. Hallo. Hä, der greift mich gar nicht an. Ey, komm her. Ah! Rom, nom, 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 nom. Ja, ich bin mal sehr schweigsam, wenn ich zocke oder wenn ich gegen Monster kämpfe. Das ist so angewohnt bei mir. Tut mir leid ein bisschen. Aber ist eben so. Müsste halt jetzt mal mit leben, ja? Ich mache jetzt mal Action. Die derbe Draufhau-Action. Au! Piss dich, du hässlicher. Komm noch her. Ja, wenn ihr euch fragt, warum ich immer springe. Ist ja so, wenn man springt, ne? So, wenn man den Gegner in der Luft trifft, dann bekommt man Zusatz-EP. Und das versuche ich damit dann immer zu bezwecken. Beziehungsweise man bekommt Zusatz-Damage. 2 Wolle, 1 Wolle noch. Jetzt mache ich hier mal Freestyle-Jumpen. Komm noch her, du! Triffst doch eh nicht. Und tschüss. Haha. So, das müssen wir kurz dahin. Hör mal auf, hier Randale zu machen. Es ist mitten in der Nacht. Hört mal auf damit. Manche Menschen wollen auch schlafen, ihr Hässlichen. Blödköppe, ey.
Naja. Ja, aber ich finde das mit dem Respekt. Scheiße. So ein hässlicher Lutscher. Naja. Das ist ja schnell wieder gefixt, ne? So. Und hier Arme rum. Ja, dann habt ihr jetzt halt einen Steinweg, ne? Ah, hier das Haus brauche ich auch wieder auf. Sieht doch fast genauso aus wie vorher, ja. Ja, das sieht eben nur fast so aus wie vorher. Ist halt so nach einem Wiederaufbau, ja. Das kann man eben nicht wieder komplett herstellen. Das ist nun mal so, ja. Du musst damit leben. Ja, sieht doch so aus wie vorher. Ja, fast so. Sieht doch fast genauso wieder aus wie vorher. So. Ja, aber das Thema mit dem Respekt, das ist mir eigentlich schon etwas, was mir immer wieder auffällt in letzter Zeit. Und ich finde es einfach unverschämt. Also ich meine, diese Leute wollen, dass man respektvoll mit ihnen umgeht. Also okay, sollten sie doch selber auch mal respektvoll mit anderen umgehen. Ja. Genauso dann immer auch diese ganzen Möchtegern-Gangster, diese Jo, Alter, ja, ne? Die ganzen Lappen, die gehen mir auch mal so auf die Eier. Also von denen halte ich mich generell fern, weil ich keinen Bock auf Stress habe. Aber ganz im Ernst, nerven richtig. Tut mir leid, Schaf. So, jetzt habe ich 3 Wolle für ein Bett. Traumhaft. Nee, das soll da hin und das soll da hin. Sieht irgendwie so komisch aus alles hier, ne? Ist so platt. Aber hier gibt es Kohle an der Oberfläche bestimmt irgendwo. Muss ich nicht so tief buddeln. Ich hätte zwar lieber Eisen. Ah, da ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. EP-Punkte. Juhu. Das ist ja witzig. Wenn ich mit einer Steinaxt das Ganze abbaue, komme ich für jeden Kohleblöcken da. Jedes Stück Kohle EP. Na gut, oder auch nicht. Ja, aber ich finde das richtig nice eigentlich, dass man jetzt EP bekommt. Habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Aber ich finde das einfach so geil. Jetzt muss ich nicht immer wie der letzte Idiot durch die Gegend hüpfen und versuchen, Monster zu töten. Sondern kann auch einfach mal ein bisschen farmen gehen. Und kriegt dafür auch was. Geht die auf? Ja. Ich dachte gerade, es wird schon wieder dunkel, ey. Ich habe schon Schreck bekommen. Oh, nom 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 nom. So, gucken. Hier habe ich schon alles abgegrast, ne? Ja. Ich kriege das hier mal umbauen, das sieht irgendwie scheiße aus. Oh, da ist noch was. Ja, von wegen, ne? Alles abgegrast hier. So. Ist halt die Frage, mache ich hier überall Gras hin? So eine Erde oder lasse ich das hier mit den Cobbles? Auf jeden Fall kommt da erstmal Erde hin, weil das irgendwie hässlich aussieht sonst. Hier so. Oh, hier, frische Hintergrundmusik, ja. Richtig nice. Also ich muss sagen, ich finde KST Beats eigentlich richtig nice. Ich habe mir das mal früher, ich mir das angehört, fand ich das irgendwie... Fand ich irgendwie nicht so geil. Aber inzwischen muss ich sagen, ist richtig fresh, du. Also, finde ich richtig nice, ja. Ach ja, falls irgendwie interessiert, ja, ich werde keine Fragen bezüglich des Texture Packs beantworten. Das habe ich schon in der ersten Minecraft-Folge einmal gesagt, welches Texture Pack das ist. Aber ich werde ein bisschen immer, wenn ich das Texture Pack wechsle, werde ich was zu sagen, aber sonst eigentlich nicht viel. Weil wenn es wen interessiert, dann kann man auch einfach mal nachgucken, ja. Das ist jetzt nicht so schwer, ja. Oder einfach mal die Folge hören, wenn ich es nämlich sage. Ich sage das immer, wenn ich ein neues Texture Pack reinhaue, ich werde mir das vielleicht mal angewöhnen. Da wollte generell mal so gucken, dass ich vielleicht alle paar Folgen neues Texture Pack nehme, damit hier mal ein bisschen Bewegung sozusagen reinkommt und das nicht immer gleich aussieht und nicht immer gleich langweilig ist. Werde ich auch mal ein paar vorstellen und mal ein paar zeigen. Dann wird das vielleicht auch mal ein bisschen interessanter. So, die Erde ruppe ich jetzt hier mal weg. So. Oh, ein bisschen Terraform. So, das lasse ich jetzt hier so. Das da haue ich noch weg. Und da hau ich noch was rein. So. Fertig. Ach ja, was ich eigentlich auch mal fragen wollte. Ich bin am überlegen, ob ich mal Longboard-Skaten ausprobieren sollte. Ich bin früher Skateboard gefahren so ein bisschen. Und das hat mir eigentlich mega viel Spaß gemacht.
Und ich fahre auch Snowboard und ich wollte eben mal Longboard skaten ausprobieren. Ich stand heute zum ersten Mal auf einem Longboard und es macht eigentlich mega Fun. Allerdings bin ich nicht so, habe ich nicht so Ahnung, was es da so für welche gibt. Ich weiß nicht, ob irgendwer unter euch ist, der das vielleicht weiß. Das wäre ziemlich geil, wenn ihr mir das mal irgendwie in die Kommentare oder so schreiben könntet, wenn irgendwer das Let's Play überhaupt mal guckt. Ich weiß nicht, die Viewzahlen sind jetzt nicht so Bombe. Wobei ich sagen muss, Folge 1 war nach einem Tag bei 9 Views. Ja, das hat meine Dragon Age Folge bei weitem nicht geschafft. Also, schon geil. Nee, aber... Was sind das hier? Da sind Slaps drauf. Clean Slaps. No, die nehme ich mit. Ich zerleg den hier das ganze NPC-Dorf. Nee, aber würde mich mal interessieren, ob irgendwer von euch schon mal Longboard-Skaten ausprobiert hat. Oder was ihr dazu sagt, wie man, wie das so ist und was da so für Arten gibt. Also ich habe heute mal im Internet ein bisschen gelesen und es gibt irgendwie 3000 Arten von Longboards und keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, was ihr da so habt. Ja, das ist so, was ich heute so gemacht habe. Ich war heute richtig fleißig, habe heute richtig was getan bei der Arbeit. Also für alle, die es nicht wissen, ich mache eine Ausbildung zum BTA, biologisch-technischer Assistent, für alle, die nicht wissen, was ein BTA ist, ja. Jetzt wisst ihr es. Und ihr vergesst das wieder, mit Schläge. Ja, aber wegen der Ausbildung ist auch immer dann mit dem Zocken, muss ich eben mal gucken, schaffe ich das, schaffe ich es nicht, bla 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 bla. Wisst ihr Bescheid? So, so, so. Und ja, das ist eben dann, deshalb kommen die Folgen momentan auch immer erst um 5, meistens. Oder heute war es, glaube ich, noch später. Heute ist, by the way, ich weiß gar nicht, was heute für ein Tag ist. Also, heute ist Aufnahmetag. Wenn ich jetzt von heute rede, meine ich den Aufnahmetag, ja. Nicht, dass ihr denkt, der heute Tag, wo ich die Folge hochgeladen habe. Ich glaube schon wieder zu viel. Nein, aber ich mache eben eine Ausbildung und deshalb kommen die Folgen immer ein bisschen später momentan, weil ich es einfach nicht schaffe von der Arbeit her, weil ich eben bis 5, 5, 6 arbeite. Dann, also ich meine, es ist gechillt, ja, ist Praktikum. Aber... ist dann eben schon so, dass ich dann eben erst später nach Hause komme. Und deshalb kommen die Folgen eben auch später. Da müsst ihr halt mal mit leben. Ne? Ich meine, bei Gronkh kommen die Folgen nachts um, weiß nicht, Palaber. Ich habe keine Ahnung, wann die Folgen bei mir meistens kommen. Meistens irgendwann abends ab 8. Finde ich. Glaube ich. Weiß ich nicht. Denke ich. So, wollte ich jetzt überhaupt noch gucken. Da unten wollte ich noch gucken, ob es da noch Kohle gibt. Kohle. Nee, das nicht. Und das auch nicht, habe ich mir gerade überlegt. Sondern das und das und das und das. Was sind hier eigentlich lauter Löcher drin? Sieht aus wie ein Schweizer Käse hier. Ich mag gar nicht. Hör ich gerade im Hintergrund einen Krankenwagen? Moment. Oh, Tatsache. Fährt gerade unten ein Krankenwagen vorbei. Gibt's ja gar nicht. Mal wieder. Oh, Silber. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Oh, schön Silber. Ja, nom 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 nom. Lecker, lecker, lecker. Wer sich jetzt fragt, warum ich Silber und nicht Eisen sage, ja, ich finde Silber einfach geiler. Genau wie Gronkh. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es geiler. Deshalb sage ich Silber. Ja, ich finde Gronkhs Aussprache geil. Ich werde jetzt auch immer Groovy sagen, damit ihr noch weiter umheulen könnt, ja. So, lalalalalalala. Ich habe kein Dirt mehr. Das ist nicht euer Ernst, oder? Scheiße. Ah, was soll's. Hui. Ist hier Seerosen? Ja, da vorne. Und baut man Seerosen. Oh, da ist Kohle. Kohle. Und den da noch. Und den da auch noch. So. Wo baut man denn Seerosen ab? Ich glaube mit Shears, ne? Kann man die so abbauen? Oh, kann man so abbauen. Gut. Doch nicht mit Shears. Ich war mit. Sieht immer ganz schnieke aus. Ah, natürlich fällt's runter. Dreck hier. Und Pilz dann nehme ich mit. Dann brauche ich noch ein paar Pfifferlinge, dann kann ich mir Pilzsuppe machen. Lecker, 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 schmecker. La 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 la. Ist hinten irgendwas? Ja,
Für mich ist die Welt, sieht die ziemlich strange aus, finde ich. Also überall hier so offene Felsplatten. Das sind ja echt richtige Felsplateaus. Oh, das ist hier. Mit Nacht, ne? Ja. Hier ist Zuckerrohr, das nehme ich auch mal mit. So, das hier. Und die Pilze nehme ich auch noch mit. Ich fand ja das, was war das nochmal hier? Das eine Let's Play, was hier Bram, Hardy und so gemacht haben. Hier Pete's Meat, sage ich einfach mal. Was die gemacht haben, wo sie gegeneinander gespielt haben. In Minecraft, das fand ich ziemlich witzig. Wo Hardy da hochgeklettert ist. Ich weiß gar nicht, wen er weggesnackt hat. Ich glaube Jay. Oder Sepp. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann hat er weggesnackt. War ziemlich geil. Also fand ich persönlich ziemlich witzig. Ich finde Sachen sowieso mal witzig. Da sind die Seeds. Noch einmal hier abernten. Das finde ich auch eine sehr geile Neuerung, muss ich gerade nochmal erwähnen, dass man jetzt über Felder rüberlaufen kann, auch gerade, aufrecht, ohne dass man irgendwie, keine Ahnung, die Felder zerstört. Das war ja, früher war das ja mal so, dass man, wenn man über ein Feld rübergelaufen ist, das direkt kaputt war. Ich habe schon wieder keinen Sand gesammelt. Scheiße, noch eins. Ich vergesse das jedes Mal, aber jetzt habe ich wenigstens ein Bett. Also ich kann mir zumindest ein Bett craften. Kann ich mir morgen früh Sand holen. War jetzt aber nichts wie zurück. Ah, es hat gebackt. So, jetzt. Geleckt meine ich, nicht gebackt. Ein Ozelot. Hallo, Herr Ozelot. Ah, Ozelots will ich mir auch noch fangen, habe ich ja schon mal gesagt. Wo ist meine Hütte? Scheiße, wo ist meine Hütte? Hier ist meine Hütte. Om nom 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 nom. La la la, nichts wie weg hier. So. Puh. So, jetzt bin ich, glaube ich, erstmal in Sicherheit. So, jetzt müssen wir erstmal hier den Ofen wieder befeuern, ne? Erstmal schön das Eisen schmelzen. Und dann bauen wir uns ein Bettchen. Einmal das und zweimal das da. Ein hübsches Bettchen. Das stellen wir einfach mal da so hin. So, wunderschön. Aber vorher, bevor ich das mache, schmeiße ich hier nochmal ein bisschen was rein. Muss mir gleich auch mal eine größere Kiste holen. Ein paar Pilze, Zuckerrohr, Spider-Eye, Seeds, Getreide. Dann Flint. Seerosen, Rotten Flash. So, dann hau ich mir nochmal. Nein! Das hier rein. Hab ich jetzt eigentlich eine Chatleiste? Oh, geil, ich hab eine Chatleiste. Komm ich mir richtig fresh vor. So. Ne, nur das Schwert, falls jetzt irgendwie Zombies auftauchen. Na, alles gut gegangen. Wunderbar! Ah, 5 Eisen fertig. Traumhaft. Da unten brennen schön die Zombies. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ja schon hier fast ein kleines Heim. Jetzt fehlen nur noch die Glasscheiben. Apropos Glasscheiben, ich bin gerade überlegen. Die werde ich, glaube ich, 2 hoch machen. Sieht das ein bisschen schöner aus. Und ich glaube, ich werde wirklich Glasscheiben machen. Weil ich die irgendwie schnieker finde. Und ich werde mein Haus noch ausbauen. Und zwar in diese Richtung, wenn mir das auf den Sack geht, dass ich jetzt nicht mehr durchkomme, weil da die Kakaobohnen sind. Aber, na egal, mach ich jetzt noch kurz hier. Haus noch kurz ausbauen, dann ist Folge auch zu. Also wir sind ja schon bei 25 Minuten wieder, glaube ich, oder so. Aber ich überziehe mal gerne. Das macht immer so viel Spaß. So, dann mache ich mit meinem Konto auch immer. Schön Konto überziehen. Nein, das war jetzt natürlich nur ein Scherz, ja. Nicht, dass ihr das noch. Nicht, dass ihr mir das noch glaubt, ja. Hier, ne? Ich habe noch nie mein Konto überzogen. Habt ihr schon mal euer Konto überzogen? Das ist ja auch etwas, was man einfach so als Kommentar irgendwo unter ein Video schreibt. Genau. Nein, ja, jetzt haue ich hier das noch weg. Und das da. Und dann nehme ich hier die schnieken Dschungel-Leaves. Dann muss das da noch einmal weichen. Plupp. So, dann brauchen wir noch einen Boden.
So. Dann ziehen wir uns hier einmal einen schönen Boden hin. Oh ja, schon vorbei. So. Und einmal da oben lang. Und einmal da runter. So, und dann müssen wir das hier noch einmal langballern. Jetzt kann man hier auch durchlaufen, das ist doch deutlich angenehmer. 1, 2, 3, 4, machen wir so und so. Ne? Ja, so gefällt mir das. So, das Bett kommt später, denke ich, nach oben. Aber das, ach scheiße, jetzt habe ich es umweggehauen. Verdammt, das war dumm. Na egal, dann dürfen wir jetzt eben nicht sterben, ne? Bis das nächste Mal dann so. Aber ist ja auch egal, wir spawnen ja eh da irgendwo hinten beim NPC-Dorf, von daher ist ja nicht so wild. Ja, und damit würde ich sagen, war's das schon wieder für diese Folge und bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Minecraft. Haut rein!